Kapitel 11 des Evangeliums nach Markus, Vers 1 bis 33. Jesus und seine Jünger kamen in die Nähe von Jerusalem. Sie erreichten Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften, die am Ölberg liegen. Jesus schickte zwei Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das nächste Dorf. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt einfach: Unser Herr braucht ihn, aber er wird ihn bald wieder zurückschicken. Sie gingen hin und fanden tatsächlich den Esel an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losbanden, fragten einige Leute, die dabei standen: Was macht ihr da? Was wollt ihr mit dem Esel? Sie antworteten so, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel, legten ihre Mäntel auf das Tier und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen grüne Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Jetzt ist Davids Reich endlich da, gelobt sei Gott im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging sogleich in den Tempel und beobachtete aufmerksam das geschäftige Treiben. Am Abend verließ er die Stadt wieder und kehrte mit seinen Jüngern nach Bethanien zurück. Am nächsten Morgen, als sie Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Schon von weitem sah er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob nicht auch Früchte an dem Baum wären. Aber er fand nichts als Blätter, denn zu dieser Jahreszeit gab es noch keine Feigen. Da hörten die Jünger, wie Jesus zu dem Baum sagte: Nie wieder soll jemand von dir eine Frucht essen. In Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel und fing sofort an, die Händler mitsamt ihren Kunden hinauszutreiben. Die Tische der Geldwechsler stieß er um, ebenso die Stände der Taubenhändler. Er duldete es nicht mehr, dass man irgendetwas in den Tempel brachte, was diesem unwürdigen Treiben diente. »Wisst ihr nicht, was in der Heiligen Schrift steht?« rief er der aufgebrachten Menge zu. »Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.« Nachdem die Hohepriester und Schriftgelehrten von diesem Vorfall gehört hatten, stand ihr Entschluss fest, Jesus umzubringen. Sie fürchteten den ständig wachsenden Einfluss, den Jesus auf das Volk hatte. Denn seine Worte hinterließen tiefen Eindruck bei den Menschen. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern wie gewohnt die Stadt. Als sie am nächsten Morgen wieder an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis in die Wurzeln abgestorben war. Petrus erinnerte sich und sagte: »Meister, sieh doch, der Baum, den du verflucht hast, ist verdorrt.« Da antwortete Jesus: Es hängt eben alles vom Glauben ab und von eurem Vertrauen, denn das ist sicher. Wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg hier sagen: Hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer, und es wird geschehen. Es ist tatsächlich so, um was ihr Gott auch bittet. Vertraut nur fest darauf, dass er eure Bitte schon erfüllt hat. Dann wird sie auch erfüllt. Aber wenn ihr ihn um etwas bittet, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, mit denen ihr nicht zurechtkommt. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Sie kamen wieder nach Jerusalem. Kaum hatte Jesus den Tempel betreten, traten ihm schon die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes entgegen und stellten ihn zur Rede. »Woher nimmst du dir das Recht, hier auf diese Weise aufzutreten? Wer gab dir die Vollmacht dazu?« Jesus erwiderte: »Ich will euch eine Gegenfrage stellen. Wenn ihr die beantwortet, werde ich euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Was haltet ihr von der Taufe des Johannes? Von wem hatte er eurer Meinung nach die Vollmacht zu taufen? War er von Gott beauftragt oder nicht? Was meint ihr?«
Sie überlegten. Wenn wir antworten, Gott hat ihn gesandt, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber bestreiten, dass Gott ihn gesandt hat, bekommen wir Ärger mit dem Volk. Denn alle sind davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So antworteten sie schließlich, wir wissen es nicht. Worauf Jesus entgegnete, gut, dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat, so zu handeln. Am Ende geht es um Macht. Jesus der König wird vom Volk bejubelt. Jesus der Unruhestifter rastet im Tempel aus. Jesus der Provokateur stellt die Mächtigen bloß. Wo geht es dir um deine eigene Macht? Und wo ist in deinem Leben Platz für Gottes Vollmacht? Wo nimmst du dich zurück und schaffst Raum für die Störung durch Gott?